So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und heute ist wieder Zeit für Raid am Mittwoch. Wir haben wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst und am Ende war dann auch wieder der Schocker der Woche. Wir wollen aber nicht lang reden, nicht lang schnacken, Kopfnacken, deshalb geht es sofort los. Angefangen hat die Woche beim Brain mit einem Giratina. 98% Shiny, guckt euch das an, kann man mal mitnehmen, schreibt er hier, Angriff 15, KP 15, Verteidigung auf 14, richtig geniale Sache, so eins habe ich auf dem einen Account letzte Woche ja auch schon gefangen und gezeigt, heute geht's gleich damit los, habt ihr auch schon Shiny Giratina, schreibt's mal in die Kommentare. Herr Mitzenmann hat natürlich nachgelegt, ich habe das Gegenteil, auch Shiny Giratina, aber richtig miese Werte, 10, 10 und 11. 10, 10, 10 wäre ja das Mindeste, was ihr dann aus dem Raid bekommen könnt, hat auch nur eine 2-Sterne-Bewertung. Toni, der Toni aus Thema, ebenfalls mit einem Shiny Giratina, bei denen in der Raid-Stunde ging es also richtig ab letzte Woche. Jetzt übrigens auch Mittwoch, sprich heute Abend 18 Uhr auch wieder Raid-Stunde, legendäre Raid-Stunde mit Giratina. Und die wird ja jetzt im Oktober noch zweimal kommen. Also nach der heute gibt es die noch zweimal, den restlichen Oktober dann ein anderes Pokémon, das steht aber noch nicht fest. Der HBN Emil hat uns hier gezeigt, lol, so sieht das also aus, beziehungsweise so sah das früher aus, das Feature, bevor die Pokémon an den Pokestops gespawnt sind. Aber in irgendwelchen Regionen, wo wirklich kaum Pokestops zu sehen sind, sieht es in der Nearby-Liste jetzt auch noch so aus. Da spawnen die eben nicht an den Pokestops, weil wenn keine da sind, können die ja da nicht dran spawnen. Da spawnen die eben an den Grashalmen, ihr müsst einfach rumlaufen, ihr habt keinen Orientierungspunkt, kein gar nichts. Damals war das wirklich so, man musste suchen, rumlaufen und auf gut Glück was suchen. Durch die Pokestops ist das ja deutlich einfacher geworden. Dann hat der Iswo einen Shiny Nagelotz bekommen, hat er sicherlich wieder geklickert in Stuttgart. Er klickert ja immer auf dem Weg zur Arbeit und von der Arbeit nach Hause. Und trotzdem hat er immer Glück und kriegt irgendwo irgendeinen Shiny. Der Stefan Landei, da sucht man Rad und findet ein Ditto. Ihr seht ja hier Alola Radfratz, Shiny Radfratz, erlöstes Radfratz, Radikal, alles dabei. Aber unter dem Suchbegriff Rad auch ein Ditto mit 98%. Wieso das denn? War das vorher ein Radfratz und ist dann zu Ditto geworden und deswegen wird es damit angezeigt? Auf jeden Fall sehr interessant. Dann als nächstes haben wir wieder mal den Toni aus Thema. Der hat ein Glaziola, ein Lucky Glaziola. Hat er sich also getauscht, war sicherlich ein Evoli. Was er dann eben entwickelt hat, hat 12, 15, 13. So wie das hier aussieht. Ja, ist okay, geht aber natürlich besser. Glaziola trotzdem aber richtig guter Eisangreifer. Der Bockwurst King trumpft ja auch auf mit einem Shiny Nagelotz. Das Event ist ja um mit Nagelotz und Yorkleth, wo die vermehrt gespawnt sind. Der Alex Hoffi hat uns gezeigt, er hat einen Shiny Sandan bekommen. Gestern auch endlich bekommen, das hat ihm also noch gefehlt. Das kleine Pfeffimon habe ich es hier genannt. Der Tim Related RLDT, die Wandelform meint's gut mit mir. Der hat ein paar Giratina gemacht, hat jetzt ein 100%iges, der hat ein 98%iges, der hat noch ein Shiny bekommen mit 1910, also auch relativ ein gutes. 1931, seht ihr, ist ja das 100er. Und dann hat er hier noch ein 1891, das braucht man nicht, nicht der Rede wert. Aber was will man mehr? Ein 100er würde ich auch hochziehen, habe ich auch hochgezogen, habe ja ein 100er bekommen. Leider nur von der Wandelform, die Urform ist natürlich die stärkere. Und da ein 100er, das ist schon richtig krass. Kommt dann nämlich so auf 3600. Aber soweit sind wir noch nicht, wird aber sicherlich auch demnächst noch zurückkommen. Habe auch geschrieben, ist halt leider die schwächere der beiden. Mal sehen, wie es bei der Urform dann läuft. Dann der Honkuto ist die Tage wohl aufgegangen, hat ein Shiny Togepi gebrütet. Nochmal der Alex Hoffi hat uns gezeigt, seit gestern Abend auch endlich ein paar Pokémon daheim. Da es ja diese Spawn-Änderungen gab und Cluster-Spawns wohl beseitigt wurden. Viele wurden auseinandergenommen, woanders wo nichts war, sind ein paar Pokémon aufgetaucht und bei ihm war vorher nichts. Jetzt sitzen da 4 Dinger, er hat vielleicht jetzt also 4 stündliche Pokémon, die da auftauchen und ich aus Spaß noch 50% Shinies, denn das, was sitzt da überhaupt? Das Makuhita kann Shiny sein, das Mankey kann Shiny sein, das Nasknet und das Bidiza, wenn das eins ist, nicht. Aber das kommt ja auch noch alles rein.
aber weil er ja keins dabei hat, hat er wieder noch gesagt. Der Kenny auch läuft, war also auch unterwegs, hat hier auf zwei Handys auch gleich zwei Shiny Giratina bekommen. Der Wulle Hai noch, meine Kleine heute, auf 40 gemacht, hat ein 100%iges Hytera auf. Hat er das vorher? Ne, das ist dasselbe Bild, nur einmal groß, genau. Hat er also auf Level 40 gezogen, das Hytera, das 100%ige, kommt auf 2757. Habt ihr auch ein Hytera und habt ihr ein 100%iges oder was ist euer Bestes und setzt ihr das auch immer noch in die Arena zum Verteidigen oder was setzt ihr so in die Arena? Ist das egal? Gibt es da noch ein System dahinter? Wolle der Teufel dann mit einem Shiny Sengo, denn das war ja jetzt noch neu, Sengo und Vipitis in der Wildbahn zu fangen als kontinentale Pantimimi aus Eiern als Shiny. Und wie man sieht, der Wolle hat da zugeschlagen, ein Shiny Sengo bekommen. Pokefreak Red zeigt uns ein Nasknet mit 100%, aber niedriges Level, das ist, ich glaube nicht aus einem Ei, ist bestimmt ein wildes, denn Level 20 sieht glaube ich höher aus. Voll gut, ich kenne jetzt sein Level nicht, also da kann man sich eh nicht an dem Bogen orientieren. Terrorziege mit einem Shiny Zubat, was richtig genial aussieht. Nicht nur, dass das Shiny so giftgrün, so ein richtig kräftiges Grün hat, auch dass eben bei den Gift-Pokémon der Hintergrund so lila ist und dieses Grüne auf dem Lila wirkt einfach nochmal extra genial. Eigene Nummer, das ist wieder der Bockwurst-King. Der hat ein 100%iges Vipitis bekommen aus der Aufgabe. Und jetzt sehe ich mir den Bogen an und denke, gut, das ist Level 15. Wenn das Level 15 aus der Aufgabe ist, war das andere vorhin, das Nasknet, auch Level 15 aus der Aufgabe. Aus Frankenblick, Thüringen, Deutschland, Angriff 15, Verteidigung 15, KP 15, 100%, Vipitis, Glückwunsch. An dem Stopper Mierheim, wo es vorher nur Pokis mit Lockmodul gab, auch beim Kenny hat sich das positiv ausgewirkt. Der hat einen Stop nämlich bekommen seit kurzem, wo nichts gespawnt ist. Seit der Änderung jetzt, seht ihr, taucht da deutlich was auf. Kann man also mal mitnehmen. Wenn er aber Pech hat, geben ihn irgendwann die Bälle aus und dann hat er gar nichts mehr davon. Der Keller Nummer 2, sein zweites Shiny Ponita gefangen. Ich bin umzingelt vom Tobi Gehring. Der Tobi G-Punkt, ihr seht hier gleich 1, 2, 3, 4, 5. Sengo um ihn herum, wenn da kein Shiny dabei war. Nee, war glaube ich nicht. Trotzdem richtig genial immer bei so Events, wenn man seltene Pokémon hat, die einen plötzlich umzingeln und der ganze Bildschirm voll ist. Nochmal der Bockwurst-King mit einem Hutsasa. Ein auch 98%iges aus Siegmundsburg, Thüringen. Habe ich ja auch letztens entwickelt in einer Folge. Der Pokefreak Red nochmal, der hat jetzt endlich sein 100%iges Shiny Shinux entwickelt und hochgezogen. Ist also jetzt ein... Was ist es? Schreibt's mal in die Kommentare. Ja, ein Luxio heißt das, glaube ich. 2888 WP ist das gekommen. Ein Elektro-Pokémon mit Funkensprung, Stromstoß. Der Nägelmon mit einem Shiny Visor, ganz niedriges Level, dürfte auch sogar, glaube ich, WP 10 sein, also Level 1. Ein Shiny Radfratz noch hinterher und ein Shiny Pandimos, bei ihm läuft es also wieder mal richtig. Dann bei Pupsi auf dem Account, bei der habe ich mal ein bisschen gebrütet, weil ich die Accounts immer durchgewechselt habe. Ich wollte ja die unendliche Brutmaschine nur nutzen, die noch freie Coins hatten, weggemacht. Und da gab es einfach mal ein 100% Pantimimi, wie man hier sieht, leider kein Shiny. Shiny wäre natürlich das Ziel gewesen, aber ein 100% Pantimimi von dem neu eingeführten Pokémon ist auch richtig genial. Auch der Brian zeigt uns ein Shiny Sengo in der Wildnis mit 727. Dann wurde angekündigt, dass es dieses Jahr wieder eine Mac gibt. Da habe ich auch kurz was drüber erzählt. Hab nochmal mein Pikachu rausgeholt, was ich mir letztens noch getauscht habe. Hab's dann auch umgenannt unter der Dicke, denn das gab es nur einmalig bei der Mac in Erfurt letztes Jahr 2018. Da gab es ja vermehrt zu diesem Zeitpunkt eben diese Pikachu mit SS-Cappy und eben auch als Shiny. Und ein paar Leute haben auf der Mac in Erfurt dort Shiny Pikachu mit SS-Cap gefangen. Ich wusste gar nicht, dass es das Shiny gibt, hab deswegen gar nicht so viele gefangen. Dann mittlerweile musste ich es mir tauschen, weil mir das noch gefehlt hat in meiner Sammlung. Abenteuer Sync Version 2 wurde rausgebracht, auch in Deutschland jetzt erhältlich, in Europa, überall kann man darauf zugreifen, eben diese neuen Funktionen nutzen, dass es auch Pokémon anzeigt, die man noch nicht hat und einen darüber benachrichtigt.
Die Terrorzicke, da ist er, auch ein Pantimimi gebrütet, leider auch kein Shiny. Dann bin ich mit dem Mitchell aufgestiegen zu Hyperfreunden, haben wir uns extra abgesprochen, ein Ei reingehauen. Die Pupsi hat dann auch einen Shiny Giratina bekommen, wie man hier sieht. Dann habe ich bei ihr noch ein Azurill gebrütet, glaube ich. Nee, nicht bei ihr. Das war, glaube ich, wieder ein anderer Account, noch ein blauer. Ich glaube, das war vom typisch Andy der, den ich dann übernommen hatte. Ein Shiny Azurill gebrütet. Da habe ich die Familie leider schon voll. Das könnte ich also abgeben. Der Bob the Rob hat einen Click Raid gemacht und einen Shiny Click bekommen. Glückwunsch. Manche brauchen ja 100 Raids, bevor sie eins bekommen. Er hat bestimmt so 5 Raids, sage ich mal, gemacht und schon einen Shiny Click bekommen. Ich bräuchte ja wieder 3 Stück. Das sieht aber auch genial aus, dieses Metallische, was dann eben hier so goldfarbig wird als Shiny. Der Deferes punktet noch mit einem Shiny Austoss, wo Mushas schon richtig häufig mittlerweile vertreten ist, würde ich sagen. So viele Leute haben Shiny Mushas und sagen, sie wollen das schon gar nicht mehr fangen. Die drehen da immer komplett durch. Der Gefa mit einem Shiny Dratini. Und das ist immer noch eins der coolsten Shinies, wie ich finde. Dratini ist sowieso richtig cooles Pokémon. Damals am Dratini Sea Day habe ich ja leider nur ein Shiny Dratini bekommen, musste mir die anderen Sachen dann immer noch rübertauschen und alles. Aber jetzt nochmal eins zu bekommen, so aus dem Nichts, wäre natürlich richtig genial. Also einmal habe ich auch eins aus dem Zehnerei gebrütet. Da war ich richtig überrascht, weil das allererste Shiny war, was ich je aus einem Ei gebrütet habe. Der Pokefreak Red nochmal, deswegen heiße ich Pokefreak. Hat hier also mal ein bisschen aus seiner Sammlung gezeigt, die ganzen Gameboy-Spiele und andere Sachen, die er da hat. Auch für das Nintendo DS, 3DS, wie auch immer. Sammelkarten, alles mögliche dabei. Seid ihr auch Pokémon-Freaks? Schreibt's mal in die Kommentare. Dann habe ich ein Mewtwo, glaube ich, getauscht. Genau, da war ich mit Bjuffing Glücksfreund. Habe mir dann ein Shiny Mewtwo rübergegeben, weil ich ja immer jedes legendäre Shiny auch als Lucky-Eintrag haben möchte. Ich tausche extra schon die legendären vorher nicht, weil ich den Glückseintrag mit einem Shiny machen möchte. Das 2377 war eigentlich ganz vernünftig, hatte glaube ich auch Angriff und KP auf 15. Würde ich sogar noch hochziehen, habe ich noch nicht. Und wie ihr seht, genau 1000 Mewtwo-Bonbons. Dann der Tobi nochmal, lohnt sich bestimmt zu pushen mit einem Mediti. Ein 96er dürfte das sein. KP, Angriff auf 14, Verteidigung auf 15. Aber vor allem WP auf 10, deswegen ja auch der Satz dazu. Der Extreme, dann auch noch ein Sengo bekommen, auch noch ein Shiny dazu. Der Bob the Rob, noch ein Sengo bekommen, 1654 und das sieht einfach richtig genial aus. Bockwurst King, noch ein Shiny Pichu gebrütet. Der Stefan Landei hat uns gezeigt, da hat er mir geschrieben und hier ein Bild aus Twitter hat er gemeint. Das sieht man, da wird ein Alola Dicta mit einem Kangama getauscht und ihr habt genau 9995 Kilometer. Das soll dann natürlich für die 10.000 Kilometer Aufgabe sein. Wie man sieht, das Ziel knapp verfehlt um 5 Kilometer bzw. um 4,3 Kilometer. Das ist natürlich bitter. Nägelmorn auch mit einem Shiny Sengo. Kurz danach sogar noch ein zweites. Da kennt man an dem WP-Bogen. Der ist ein anderer oder auch das Gewicht ist unterschiedlich. Und die Größe natürlich. Die Bonbons haben sich auch verändert. Nicht, dass ihr denkt, das ist zweimal dasselbe Bild. Dann der Kenny auch. Na endlich, auch mit einem Shiny Sengo. Hat sich gefreut. Bockwurst King hat seinen Grillmack entwickelt zu Grill Cheetah. Der hat nämlich aus dem Feldforschungsdurchbruch den Einhaltstein bekommen. Ich habe leider noch keinen, er hat einen und wie ihr seht, Grill Cheetah ist auch eine richtige Wurst. Dann der Gepa, der hat ein bisschen gebrütet wieder mal. Ihr seht hier Cosilla, Cosilla, Fluffeluff, Slimer und ein Shiny Alola Slimer noch gebrütet. Glückwunsch auch dafür, 23:32 Uhr. 23 Uhr, 32 Uhr, genau. Doppeluhr hält besser, wie ich immer sage. Dann der Tobi mit dem neuen Ladescreen, denn es ist ja wieder mal ein Update verfügbar, beziehungsweise die APK ist draußen, das wird jetzt demnächst wohl ausgerollt, dass es jeder hat. Team Rocket ist also zurück, es gibt dann neue Krypto-Pokémon, da muss ich mal gucken, dass ich die alte letzte Welle vielleicht noch entwickle und auf die neuen Hinweis Werbung mache. Auf jeden Fall wird es immer interessanter, wenn schon der ganze Ladescreen jetzt mit Team Rocket zu tun hat und immer mehr sich um Team Rocket dreht. Wann werden die ersten Shadow-Krypto-Raids, wie auch immer, mit legendären Pokémon erscheinen? Das ist natürlich auch die Frage, aber ihr seht schon richtig heftig, sieht aus wie bei den Ghostbusters.
Dann noch was, es wird ein Event geben, wo jeder dran teilnehmen kann, egal wo er gerade ist. Das Datum steht ja auch schon fest, dass das am 7. November ist, von 11 bis 19 Uhr PM, Local Time. Auf jeden Fall kriegt ihr da so einen im Prinzip besonderen Raid-Pass. Eine kolossale Entdeckung, genau, kriegt ihr so eine Art Raid-Pass, den ihr euch aber wahrscheinlich über den Shop kaufen müsst, um daran teilzunehmen. Dafür wird es auch eine Medaille geben, aber dazu ist jetzt noch nicht so viel bekannt. Das werdet ihr natürlich noch mit der Zeit mitkriegen. Kein Shiny, aber immerhin Stefan Landei mit einem 100% Vipitis. Auch aus der Aufgabe, wie man sieht, 15-15, Level 15, aber 100%. Dann war ich richtig happy, denn heute in der Pause habe ich ein bisschen hin und her getradet, habe in letzter Zeit mit den zweiten Accounts immer Click-Rates gemacht, habe gedacht, gut, tausche dir mal ein paar Klicks rüber für den Lucky-Eintrag und dann ist ein 100% Lucky-Click rausgekommen. Das ist richtig genial, da habe ich mich wirklich übelst gefreut. Theoretisch könnte ich da jetzt Sonderbonbons reinstecken und die anderen, die ich noch auf der Hand habe, verschicken, dass ich eine Folge machen kann, wie ich ein 100% Lucky Click entwickle, bis Stufe 3, mir die zwei Pokédex-Einträge hole und hoffe, dass das ein cooles Pokémon ist und ein starkes Pokémon, mit dem man auch was machen kann. Ansonsten Sonderbonbons AD, aber die sammeln sich ja eh wieder zusammen. Dann Bob the Rob noch mit einem 100%igen Pandimos, auch richtig gutes Level, wie man sieht. 15 Angriff, 15 Verteidigung, 15 KP, leider kein Shiny. Und wer die letzten Folgen mal verfolgt hat, wird sicherlich mitbekommen haben, dass ich da die Gen 5 Starter alle durchentwickelt habe. Flambirex habe ich mir eins gemacht, das mit den höchsten WP 2700, seht ihr hier. Dann Serpi Royal 2017, das ist so heftig der Unterschied einfach nur. Wenn man sich den Bogen anguckt, die sind beide relativ hoch, aber das gerade mal so die 2000er Marke. Was ist das für ein Pflanzenstarter, frage ich mich. Und dann als letztes natürlich auch noch Admurai mit 2300. Auf jeden Fall cooler und stärker auch als Serpi Royal. Serpi Royal scheint, ist für die meisten vielleicht elegant und hübsch, aber ich kann damit trotzdem nichts anfangen. Das war's aber von den Highlights. Jetzt kommen wir noch zum Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt diesmal von Richter Marcel, denn der hat ein bisschen getauscht und hat hier einfach mal ein 100% Shiny Lucky Mewtwo bekommen. Ich habe gedacht, okay, 100% Mewtwo ist krass, 100% Shiny Mewtwo ist noch krasser, aber das natürlich die Krönung, 100% Shiny Lucky Mewtwo von Richter Marcel. Glückwunsch an der Stelle, auch danke für das Bild. Das habe ich diesmal nicht einfach aus dem Internet genommen, das hat er mir wirklich zugeschickt. Grüße gehen raus, Props dafür, ich hoffe, du ziehst das natürlich hoch. Vielleicht lässt du mir noch ein Bild zukommen, wenn es dann hochgezogen ist. Aber da fehlen wahrscheinlich noch ein paar Bonbons, könnte ich mir vorstellen. Das habe ich jetzt mit rein. Ich habe noch ein paar andere krasse Sachen, die in dieser Woche passiert sind, aber zeitmäßig will ich erstmal das mit dem YouTube abhaken, was bei Giratina passiert ist, weil das noch ein bisschen da ist, seht ihr dann nächste Woche. Außer es passieren noch mehr krasse Dinge. Schocker der Woche habe ich immer noch ein paar gesammelt. Das war's aber von meiner Seite aus. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und gute Fänge, schöne Raid-Stunde, viel Erfolg heute Abend. Wir sehen uns beim nächsten Mal einfach. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.